Hi Leute, bevor wir den Video loslegen, wollte ich mich nochmal bedanken für über 200.000 Aufrufe auf meinem Channel. Das ist krass. Ich hätte gern so einen Kontostand. Nice. Und auch in dieser weiteren Folge von Tobis Aquaristik Exzessors spenden wir auch wieder 5 Euro für Giselher und für den guten Zweck. So, Freunde. Ja, ich bekomme oft Nachrichten, ja, sagen wir eigentlich sogar sehr oft, sehr, 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 sehr oft Nachrichten, lese Postings oder bekomme Kommentare unter meine Videos, die im Prinzip alle von demselben Thema betroffen sind, beziehungsweise wo es um dasselbe Thema geht. Und das wäre Zucht und Vermehrung. Ja, aber was ist jetzt Zucht und Vermehrung? Ist Zucht und Vermehrung das Gleiche? Und wenn es das nicht ist, wo liegt dann der Unterschied? Ihr seht also auch bei dem Thema eine Menge Fragen, die wir aufgreifen können. Und vermutlich gibt es einige Aquarianer, bei denen diese zwei Sachen ja dicke Fragezeichen über dem Kopf bedeuten. Und ich versuche jetzt mal mit dem Video ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was das Ganze eigentlich ist. Sei es jetzt ja die Zucht von Fischen, Garnelen. Oder Vermehrung von Garnelen, Fischen und sonstigem Getier, ist Zucht und Vermehrung eines der spannendsten Themen, das es in der Aquaristik gibt. Je nach Art ist es ja unheimlich einfach oder sogar annähernd unmöglich, Nachwuchs von irgendwelchen Tieren im Aquarium zu bekommen. Bei manchen Arten ist ein enormer Aufwand vonnöten, von Jahreszeitsimulation über extreme Wasserveränderungen bis hin zum Einsatz von modernster Technik. Gerade bei Erstnachzuchten oder Fische, die noch nicht vermehrt wurden oder wo es wenig Infos drüber gibt, ist das Ganze, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Puzzle oder ein Rätsel, das geknackt werden muss. Hierbei will ich erwähnen, dass gerade in diesem Metier, was Nachzucht und Vermehrung betrifft, sehr, sehr oft Hobby-Aquarianer bzw. Hobbyisten diese Rätsel lösen und als allererster stolz von Nachwuchs berichten können. Bei Lebendgebärenden wie zum Beispiel Guppies, Platys und Schwertträgern, ist Nachwuchs eigentlich vorprogrammiert, ohne jetzt nennenswertes Zutun? Die Frage, die an dieser Stelle dann natürlich auftaucht, ist das jetzt Zucht? Und die Antwort darauf heißt ganz klar, nein, es ist nicht. Das Ganze ist einfach nur eine Vermehrung bzw. eine Zufallsvermehrung. Die richtige Zucht geht deutlich weiter. Es gibt einige Unterschiede. Der deutlichste oder ja, eigentlich Unterschied, den ich auf jeden Fall nennen muss, ist, dass Zucht, also richtige Zucht, hat konkrete Ziele, sei es jetzt in einem von mir gewählten Zeitraum Fische zum Ableichen zu bringen, beziehungsweise sich zum Paaren oder diese Tiere durch das, was ich tue, zum Ableichen zu animieren, in einem von mir gesteckten Zeitraum. Und sei es jetzt zum Beispiel, wenn wir von der Zuchtform reden, ein Hinarbeiten auf ganz bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel Farbe, Form, Größe oder was auch immer. Wenn wir jetzt von Zucht sprechen, kommt auch so ein Wort uns in die Quere, das nennt sich Selektion. Das bedeutet, gerade bei Zuchtformen ist das wichtig, dass ich nicht einfach die Tiere zusammensetze und die sich wahllos vermehren lasse, wie das halt in so einem normalen Gesellschaftsbecken halt passiert, bei Lebendgebärenden zum Beispiel, sondern ich suche gezielt Tiere aus, Männchen wie Weibchen, die zum Beispiel, ja, bei Zucht natürlich, die in diese Richtung gehen, die ich gehen will, wenn ich von Zuchtformen spreche, die zum Beispiel farblich in die Richtung gehen, in die ich möchte, beziehungsweise von ihrer Körperform oder Größe. Und diese Tiere setze ich dann an und versuche sie kontrolliert in einem von mir gesteckten Zeitraum zum Ableichen beziehungsweise zur Paarung zu bewegen. Aber auch bei Naturformen, wenn ich richtig züchte, lasse ich sich keine Fische verpaaren, die irgendwelche körperlichen Defizite aufweisen. Jetzt wird es einige Leute geben, die sagen, das ist aber ein Eingriff. Nicht direkt. Weil, wenn wir mal von der Natur ausgehen, sagen wir mal, wir reden von Buntbarschen. Ein Buntbarsch, der nicht in der Lage ist, sich ein Revier zu erkämpfen, beziehungsweise sein Weibchen und seine Brut zu verteidigen, der wird nie Nachkommen haben, beziehungsweise auch keine Nachkommen, die irgendwie eine große Überlebenschance haben. Also muss der Mensch diese Selektion durchführen. Wenn wir von Naturformen sprechen, bei Zuchtformen wird ja sowieso selektiert, aber bei Naturformen wird sich auch kein Fisch paaren, der nicht in der Lage ist. Die Natur ist hart, aber gerecht. Das heißt, das Recht des Stärkeren. So ist das. Genau wie wir haben Tiere einen Vermehrungstrieb bzw. einen Fortpflanzungstrieb, der, ja, ich glaube, einen viel stärkeren Trieb
gibt es eigentlich nicht wie den Fortpflanzungstrieb. Auch ein Grund dafür, warum sich auch teilweise Tiere unter echt erbärmlichen Bedingungen vermehren. Habe ich ja schon mal erwähnt, Vermehrung muss nicht zwingend was mit Wohlbefinden zu tun haben. Gerade bei so Sachen wie jetzt Lebendgebären oder so, die eigentlich ja von alleine Jungen machen. Gerade bei Zuchtformen, das möchte ich immer nur am Rande erwähnen, ist eine detaillierte Kenntnis von Vererbungslehre ganz, ganz wichtig, wenn ich auf irgendwas Bestimmtes hinarbeiten will. Auch ein Punkt, den ich leider behandeln muss, ist, dass es auch bei diesem Thema sehr, sehr oft zu Streit unter Aquarianern bekommt. Ich meine, man kennt die Postings in Facebook-Gruppen oder in irgendwelchen Foren, wo Leute, die meistens erst relativ frisch in der Aquaristik unterwegs sind, ganz, ganz stolz von Nachwuchs von zum Beispiel Kubis oder Garnelen berichten. Problem bei der Sache ist, unbeabsichtigte Vermehrung wirft einige Fragen und auch Probleme auf, die die meisten einfach vergessen. Zu dieser Problematik habe ich mir mal 6 Sachen aufgeschrieben, die mir so auf Anhieb einfallen. Falls euch noch mehr dazu einfällt, schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Könnt ihr gerne machen. Kommen wir zu Punkt 1. Nachwuchs im Aquarium, das bedeutet mehr Arbeit und auch mehr Kosten in Form von mehr Reinigung bzw. mehr Wasserwechsel des Beckens und auch natürlich mehr Futterkosten. Punkt 2 wäre eine Platzfrage. Gerade wenn wir jetzt von Lebendgebärenden zum Beispiel sprechen, die sich ja wirklich wahllos vermehren, ist in einem Becken sehr, sehr schnell das Limit erreicht. Punkt 3 schließt direkt an Punkt 2 an. Das bedeutet zwangsläufig eigentlich, ich brauche ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Aquarium, weil mir der Platz ausgeht. Oder wenn wir auch von gewisser Fischbrut sprechen, die so klein oder speziell ist, die in einem normalen Aquarium eher keine Überlebenschance hat, muss ich die dann umsiedeln, wenn ich sie großziehen will. Punkt 4 wäre spezielles Futter. Viele Jungfische brauchen gerade in ihrer Anfangszeit, dass sie richtig wachsen und sich auch gut entwickeln, spezielles Futter, meistens in Form von Lebendfutter und sehr, sehr hochwertig. Also diese normale Standardflockenfütterung, die eigentlich so gang und gäbe ist, reicht bei vielen Fischen dabei weitem nicht aus. Beziehungsweise ist auch viel zu groß. Kommen wir zu Punkt 5. Das ist eigentlich so einer der wichtigsten Punkte. Wohin eigentlich mit dem Nachwuchs? Ja gut, klar, dann wird jetzt kommen, ja, ich gebe ihn ab. Problem bei der Sache ist nur, was macht ihr denn jetzt, wenn es keine Abnehmer gibt? Und des Weiteren, je nachdem, was es für Fische sind, kann ich die auch nicht einfach jedem geben. Ich meine, Guppies, so ein kleines Becken der Guppies, das haben viele. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal von Skalaren oder so sprechen, ich kann ja schlecht jemanden, der ein 60-Liter-Becken hat, ein Skalar geben. Zudem gibt es einige Fische, die nicht nur 5, 6 Junge machen oder 20, sondern auch mal schnell 100, 150. Und dann kommt meistens das böse Erwachen, weil so viele Fische loszuwerden, das ist erstmal ein bisschen schwierig. Zudem muss gesagt sein, viele Geschäfte oder die meisten nehmen von privat keine Fische an, dürfen es sogar auch gar nicht von der Geschäftsleitung her. Wenn ich auf einmal so viele Fische habe, habe die großgezogen und weiß aber nicht, wohin damit. Und für zum Beispiel 100 Skalare zu hältern, beziehungsweise richtig zu halten, wenn ich es nicht losbekomme. Ich glaube, das Becken hat keiner von euch zu Hause stehen, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, es ist ja Schwachsinn, sich die Arbeit zu machen, irgendwas groß zu ziehen, das Geld, die Arbeit und so weiter zu investieren, um sie dann in eine scheiß Haltung abzugeben, weil ich sie halt loswerden muss. Dann kann man es auch eigentlich gleich lassen. Nummer 6 ist wieder ein Geldfaktor. Viele Leute denken, dass sie mit dem Nachwuchs, den sie dann haben, ein bisschen was dazu verdienen können, beziehungsweise ihr Hobby finanzieren können oder ihr Taschengeld aufbessern können. Da muss ich euch leider sagen, in den meisten Fällen, wenn ihr das gewissenhaft macht, die Tiere großzieht mit viel Frischwasser, hochwertigem Futter und so weiter und die auch in einer angemessenen Größe abgibt, in der man auch die Geschlechter sehen kann, habt ihr meistens mehr als das Dreifache reingesteckt, wie ihr nachher rausbekommt. Also in den meisten Fällen ist das eine Illusion, dass ihr damit irgendwie Geld verdienen könnt, beziehungsweise eure Kosten wieder rausbekommt. Diese paar Anmerkungen jetzt nur am Rande. Wie gesagt, es gibt bestimmt noch wesentlich mehr Punkte. Ich glaube, da könnte man sich auch ein paar Tage drüber unterhalten. Also wenn ihr da noch Anregungen habt, schreibt die ruhig mal in die Kommentare. Kann auch von Vorteil sein. Also macht euch vorher bitte Gedanken darum, bevor ihr einfach was sich vermehren lasst, beziehungsweise es gezielt sogar nachzüchtet. Weil wenn das nicht Hand und Fuß hat und ihr euch da vorher Gedanken gemacht habt, geht das meistens in die Hose. Und wenn ihr euch da wirklich Gedanken drüber macht, das erspart euch einen Haufen Ärger und Stress und vor allen Dingen auch
in den meisten Fällen den Tieren unnötige Quälerei. Die Euphorie bei Fischnachwuchs kann ich allerdings voll und ganz verstehen. Also ich möchte euch jetzt da nichts schlecht machen. Ich mache das jetzt über 15 Jahre und auch Fische, wo ich schon, keine Ahnung, bestimmt 100, 150 Mal nachgezogen habe, bin ich trotzdem jedes Mal auch euphorisch und freue mich über Nachwuchs. Das ist was Besonderes. Nur wenn ihr sowas macht oder sowas plant, dann macht's mit Hand und Fuß, dass ihr nicht halt später ein böses Erwachen habt. Wenn ihr euch in diese Materie reintasten wollt, kann die Mitgliedschaft im Aquariumverein diesbezüglich sehr, sehr von Vorteil sein. Gerade am Anfang wieder reinzukommen, so ein bisschen Hilfestellung zu bekommen. Oder wenn ihr Probleme habt, Leute, die das schon länger machen, können euch da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bin übrigens auch damals durch eine Zufallsvermehrung dorthin gekommen, wo ich heute stehe. Ich möchte an dieser Stelle noch einwerfen, wenn ihr was züchtet oder vermehrt und das Ganze dann verkauft oder weggebt, habt ihr meiner Meinung nach auch eine gewisse Verantwortung und müsst auch den Leuten, die die Tiere nehmen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das heißt, ihr müsst auch was über diese Tiere wissen. Also einfach nur vermehren und abgeben, finde ich ziemlich, ja, für ein Popo, auf gut Deutsch gesagt. Also setzt euch mit der Materie auseinander, weil ihr werdet weder so das große Geld verdienen, noch sonst irgendwas. Hand und Fuß. Ich bin, das wisst ihr mittlerweile, bin der Meinung, dass man sich unter Aquarianern gegenseitig hilft, so gut wie es geht. Ich meine, wir haben alles selbe Hobby und Spaß bei der Sache. Also brauchen wir uns nicht gegenseitig auch nur das Leben schwer zu machen. Das machen genug andere für uns. So, Freunde, das war's mit diesem Video. Ist heute nicht so ewig lang. Jetzt werden einige Leute ein bisschen geschockt sein. Wo sind die Bilder? Ja, ich weiß, ich habe einen Aufruf gestartet und habe euch wieder darum gebeten, mir Bilder von Zuchtbecken, Zuchtanlagen und Aufzuchtbecken und sowas zu schicken, weil ich das mal zeigen wollte, wie das Ganze aussieht und warum ein Aufzucht oder ein Zuchtbecken oder ein Ausstellungsbecken nicht das gleiche ist wie ein Enthaltungsbecken. Und warum, weshalb, wieso? Das Ganze möchte ich immer ein bisschen umfangreicher gestalten und möchte dafür ein eigenes Video machen. Also das werde ich als Nachtrag hierzu noch beireichen. Macht euch also keine Sorgen, also die Bilder sind auf keinen Fall verloren. Und an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Bilder zur Verfügung stellt. Das finde ich jedes Mal echt cool, wie viele von euch mich da unterstützen. Ansonsten nochmal vielen, vielen, vielen Dank für über 200.000 Aufrufe. Es ist richtig, richtig krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist eine Wahnsinnszahl auch wieder. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ich konnte jetzt auch wieder nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Das ist echt auch ein richtig krasses und großes Thema. Wenn euch das interessiert, lest euch da ruhig ein bisschen ein. Wenn ihr eine coole Seite habt, wo zu dem Thema was drinsteht, könnt ihr mir die gerne geben. Ich werde die dann auch in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung auch wieder den Link zu meinem Facebook-Profil und meiner Facebook-Seite. Unter anderem habe ich mir den Spaß gegönnt und mich auf Twitter angemeldet. Das ist auch in der Videobeschreibung. Falls ihr mir dort folgen wollt, könnt ihr gerne machen. Vielleicht werde ich auch noch in näherer Zukunft auf Instagram gehen, aber im Moment reichen mir drei Plattformen, also YouTube, Facebook und YouTube, Facebook und Twitter. Das ist so mit drei Plattformen schon eine Menge Arbeit. Ansonsten möchte ich noch einwerfen. Ich blende hier mal gerade ein Bild ein. Ist jetzt am Sonntag eine große Fischbörse, wo ich auch ausstellen werde, bei mir im Saarland. Gemeldet sind, wenn ich es richtig gelesen habe, 120 Meter Aquarien, noch ein bisschen Terraristik. Also das sind die Börse von letztes Jahr, die haue ich euch in die Videobeschreibung. Da hatte ich noch keine gute Kamera, aber ich denke, da könnt ihr euch einen kleinen Einblick verschaffen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Dieses Mal sind mit 120 Metern nochmal 16 Meter mehr gemeldet als letztes Jahr. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Den Link mit der Stockliste und so weiter, der ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und wenn ihr vorbeikommt, sagt mir auf jeden Fall Hallo. Gut, das war's dann aber jetzt auch wirklich. Nochmal vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt. Und denkt über einige Sachen eher nach, bevor ihr es einfach mal macht. Weil es ist eine Menge Arbeit und auch Verantwortung und es muss Hand und Fuß haben, sonst ist es halt einfach für die Katz. Ja, danke Yoshi für den Einwurf mit der Katze.
Ja, ansonsten, wenn ihr heute nicht mehr so tun habt, könnt ihr auf YouPorn vorbeischauen. Das kommt immer gut. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer in diesem Sinne, ich bin raus hier. Tschüss.